Willkommen zurück zu Let's Play Harry Potter. Wir sind jetzt auf dem Weg zu Dean Thomas, dem nächsten der Mitglieder. Mal gucken, was der für eine Aufgabe für uns hat. Oder ja, für eine Aufgabe für uns hat, stimmt schon. Hoffentlich nicht schon wieder sowas wie mit den Wasserspeiern. Da habe ich ja jetzt gar keine Lust zu, so gar nicht. Aber selbst wenn, wir machen es. Da dam, da da dam, da dam. Boah, hallo Sicht. Hallo. Ah. Weiter hier. Ah. Jetzt hier. Sag mal, habe ich das gerade nur im Kopf oder haben die eine Echo-Stimme dran? Ne? Komm schon, wir haben jetzt Unterricht. Dann lass uns erst Luna Lovegood machen, wenn die gerade schon mal hier ist. Ich habe eine Nachricht von den Weasley-Zwillingen. Ja? Was denn? Sie sagen, dass sie tragbare Sümpfe versteckt haben. Und wir sollen sie auslösen. Einer ist da oben. Wir müssen ihn nur irgendwie runterholen und in die Mitte des Hofes platzieren. Komm, holen wir den Sumpf. Bin ja mal gespannt. Nee, warte mal. Wo zur Hölle ist denn hier ein... Suchen wir Professor McGonagall. Ich glaube, sie ist nicht in meinem Büro. Okay. Wo ist denn jetzt hier das, was wir machen sollen? Ich raff hier gerade einiges nicht. Wo ist ja jetzt der tragbare Sumpf? Den Glockenturm sabotieren, ja. Aber. Sollen wir später nach Geheimgängen suchen? Na, kann ich dir alles schon nennen. Fred und George haben die Stellen für die Sumpfkisten mit einem X markiert. Aha. Na, wo sind die Sumpfkisten? Diese X-Markierungen haben sicher etwas zu bedeuten. Ja. Mal eben kurz gucken. Weil wo? Oder sind die im Glockenturm? Fred und George haben dieses Zeichen bestimmt nicht grundlos hinterlassen. Aber wo sind jetzt hier die... Wohin gehst du, Harry? Ich bin sofort wieder da. Ich muss mir hier erstmal wieder Hilfe suchen. Bis gleich. So, weiter geht es. Ich habe jetzt ein bisschen. Haben die Stellen für die Sumpfkisten mit einem X markiert. Ich muss die Bank hier. Wingardium Leviosa!
Genau das. Mit der... Super. Jetzt kommen wir ans Dach ran. Warum klettern wir eigentlich aufs Dach? Um den Sumpf zu holen. Da ist ein Sumpf auf dem Dach? Ein tragbarer von Fred und George. Ach, verstehe. Hallo? Ah, gut. Das war lustig. Du bist ganz schön clever und mutig, Harry. Was machen wir jetzt? Das Dach ist hier eingestürzt. Wir müssen es reparieren, damit ich rüberklettern kann. Die Sumpfkiste muss in diesem Turm sein. Wir müssen... Fred und George meinten, der Sumpf müsste in der Mitte des Hofes platziert werden. Da musst du wohl wieder runterklettern. Hallo, kann ich das haben? Aktion! Wingardium Leviosa! So. Wir müssen die Kiste in die Mitte des Hofes stellen. Ich wette, die Sumpfkiste muss auf das X. Ja. Jetzt hier wieder runter. Ich bin gerade wieder ein bisschen spärlich, was das Kommentieren angeht. Hallo. Aber das liegt auch mehr daran, dass ich gerade versuche, die Aufgabe zu lösen. Genau, stell die Kiste dorthin. Jetzt müssen wir ein wenig Abstand halten und Reductio oder Incendio auf die Kiste wirken, um den Sumpf auszulösen. Stellen wir die Kiste auf das X. Das sieht geil aus. Erinnert mich an Harry Potter 4. Und das war nicht lustig. Eins muss man Fred und George lassen. Sie verstehen ihr Handwerk. Sie meinten, sie hätten auch in den anderen Höfen Kisten versteckt. Du musst sie finden und auslösen. Ich bleib hier und warte, ob ein Hinkepang kommt. Was für ein Ding? Oh, geil. Ernsthaft. Oh, Mann. Was, wen haben wir denn da noch alles als? Ginny ist da, Parvati Padma, ja. Nehmen wir mal den nächsten Hof. Zugang zum Innenhof. Nehmen wir den mal als nächsten. Nee, dahin zurück. Gut. Der Sumpf sieht doch mal geil aus. Jetzt da. Oh, hallo. Boah, geil. Ernsthaft. Boah, und jetzt hier rein. Hier müsste mal geputzt werden. Ihr wiederholt euch so. Kotlets und Bratensoße. Mit schön viel Soße. Mm. So. Hallo? Hallo. Gut. Zu den nächsten Innenhöfen, die noch mehr Sümpfe auslösen. Also, so langsam. Aber ich glaube, ich weiß, was das vorbereiten soll, weil die Zwillinge ja auch sowas im Film machen. Ich will nicht spoilern, deswegen sage ich noch nichts. Aber es wird gut auf die ganzen Elemente hinausgearbeitet. Steht was Interessantes? Ach ja, wie man es nimmt. Geringste Chance auf den Hauspokal. Sollen wir uns das Training da Quidditch, das fehlt noch. Suchen wir Professor McGonagall. Ich glaube, sie ist nicht in ihrem Büro. Oh, mein Telefon klingelt. Ich hoffe, jemand anderes geht dran. Ah. Ich befürchte nicht, deswegen bis gleich. Und da ist doch jemand an das Telefon gegangen. So leicht wird man verarscht hier. Und nachsehen, ob es Neuigkeiten gibt. Vielleicht. Hier ist jetzt nichts. Hier ist kein X-Nix. Na, dann gehen wir mal in den anderen Innenhof. Dann da lang, weil hier vorne ist ja auch noch einer. Wenn jetzt hier dann keiner ist, dann muss ich echt gucken. Weil auswendig, ich weiß es nicht. Lass uns den Sohn von Fred und George suchen. Da ist deine Kiste. Mann, Harry.
Die machen es uns nicht gerade einfach. Fred und George mussten sicher gehen, dass Filch oder Malfoy sie nicht finden. Ach du Heiland. Oh, genau. Übertreibt mal. Oh, wow, wow, wow. Ich gehe als erstes hier hoch. Nein, hoch. Dann jetzt hier lang. Mal gucken, ob wir hier hochkommen. Reparo! So, jetzt hier wenn hoch. Wenn uns hier sieht, sind wir geliefert. Ja, du bleibst hier und passt auf. Ich hol die Kiste. Oh, das ist so geil, das Spiel. Ernsthaft. Jetzt klettern wir hier hoch, um diese Kiste zu holen. Bin mal gespannt, wie viele Kisten es hier gibt. Viele dürften es ja nicht sein. Ja. Nee. Also doch wieder da lang. Ja, so langsam kommt man dahinter. Und da oben ist da hinten ist dann wieder so eine Röhre zum Draufklettern. Ja, ja, so langsam macht Sinn. Boah, Dreck. Wieder zurück. Na, ich muss mich auch erst hier von wegen Steuerung und so. Man muss erst alles mal ausprobieren hier. Oh Mann. Dann also doch weiter hochklettern. Zack, 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 zack. Hallo? Oder sind wir hier falsch? Nee, eigentlich nicht. Mal nochmal woanders hier gucken. Da ist der Wasserspeier. Oh Mann, Mann, Mann. Ach, wisst ihr was? Ich weiß jetzt ungefähr, was wir machen müssen. Und würde mal sagen, das machen wir im nächsten Part. Wir haben noch genug zu tun, so wie es aussieht. Da werde ich noch einiges machen müssen. Aber das ist gut. Ich freue mich wirklich über dieses Spiel. Das Spiel macht echt Laune. Gut, noch Stoff für Neues. Danke fürs Zugucken. Bis dahin. Tschüss.